aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, gucken wir mal. Anettas Geburtstag gestaltet sich sehr, sehr merkwürdig. Die hat's irgendwie beim letzten Mal nicht so getroffen. Und wie wir sehen, gibt der Kalender auch nicht wirklich irgendwas her. Das müsste theoretisch... Ja, was weiß denn ich. Wir können da also nur abwarten. So, wie geht's dir? Oh, hab ich schon rennen lassen hier. Macht sie gut für ihr Alter, oder? Hält sich fit. Gott, ich glaube, ganz lange macht die nicht mehr, du. Oh, guck mal, die kriegt auch schon eine andere Figur. Genau, die stellen wir mal wieder hin. Und dann machst du einen Ausdauerlauf. Das wandelt sich auch schon etwas. Aber ich halte das für ein bisschen unrealistisch, dass man vom Kind zum Teenager quasi direkt so viel Kilos anhäufen kann. Also... Da wird gegrillt. Na gut, wie gesagt, es kommt immer der Hinweis, Anetta hat bald Geburtstag. Ah ja. Mhm. Fitness Level. Mhm. Gucken wir mal auf, was wir aus dir machen können. Hm. Keiner im Pool, ich höre doch hier irgendwas. Das kannst du reparieren. Theoretisch könnten wir... jetzt auch mal einfach eine weiße Torte backen lassen, Kerzen drauf klatschen und gucken, was passiert. Und Geburtstagskerzen hinzufügen. So, dann wird sie gleich zur Arbeit rennen. Du machst wieder ein ordentliches Training. Diese Brille, ehrlich. Ja, Levelaufstieg, na guck mal. Na, was geflitzt war?
Ja, ja, Sport, Sport, Sport. Ich renn wie ein Berserker, du, ganz ehrlich. So. Was jetzt? Warga! Oh, Stune. Herxa. Kannst du das reparieren? Chimawaboos. Wimperskiba. Hapleva Haberi. Snurzo Tiba. Fazu. Ja, Liebchen, wann hast du jetzt Geburtstag? Hm. Schon komisch, dass sich da so lange nichts tut. So, Entschuldigung, liebe Leute, dass ihr jetzt einen Moment lang nichts gehört habt. Lag daran, dass der DPD-Mann gerade hier war, früher als erwartet, und mir ein Paket gebracht hat. So, sorry, sorry, sorry. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Okay. Ja, das hat sich ja schon gelohnt, dein Training, ne? Oder? So. Du machst einen Ausdauerlauf. Zinsen verdient. Ach so, wir sind durchaus. Ja, aber wann zum Henker hat diese Aneta Geburtstag? Das ist doch. Ich verstehe es nicht. Bauchschmerzen vor Lachen. Christian reißt einen Witz nach dem anderen und fühlt sich unbesiegbar. Wäre es übertrieben zu behaupten, dass er Comedy mag? Wäre es übertrieben zu behaupten? Nein. Ich höre hier immer so Geräusche und denke mir, Gevatter Tod ist in der Nähe. Aber
Gevatter tot, ist das nicht? Das sind die Bauarbeiter nebenan. Irgendwo läuft hier doch Wasser. Reparieren, genau. So, wo ist sie? Fanufiba. Plavar. Tötötöt. Ausdauerlauf. Snowbait Fleeza. Haha, Pivotal. Eva? Oh, dude, man. Ja, sie hat schon einiges abgelegt an Kilos, ne? Das sieht schon ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, was für eine Figur jemand hat, ist im Prinzip völlig egal, wenn die bei den Sims nicht so tierisch unförmig wäre. So, wollen wir dich mal schwimmen lassen? Sie hat gar keinen Bock zum Schwimmen. Was will sie denn? Sie ist gefährlich müde, ja. Sie will jetzt auch nicht schwimmen. Dann was macht sie denn? Was ist das? Überwucherung trimmen, okay. Da. Toilette. Kochen. Annetta ist zur Arbeit. Sie kocht. Jetzt geht sie schlafen. Und auch. Ja, die Muskeln tun weh. Es soll wohl. Das soll wohl. So. Was macht sie? Sie schläft noch, okay? Die Kochfähigkeit erworben, okay. So, pass auf. Genau. Du machst mal Runden schwimmen. Mal gucken, ob Gevatter Tod dich haben will. Wir sollen ja 10 Sims eines unnatürlichen Todes sterben lassen. Und manchmal muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen. Aber mal gucken. Aber ich glaube, das geht, tut ihr gut. Entspannung im Wasser. Ja, es tut ihr gut. Schön.
So. Unsere Karo pennt. Arvani. Bars. Renoy. Sie ist glücklich, weil gemütliches Feuer am Kamin. So. Was wird zu tun? Zu Hause arbeiten. Sie geht nicht zur Arbeit. Mal sehen, was dabei rauskommt. Waxa. Ja, Auswahl, Romantik. Aufreizend posieren. Mal gucken, was wir da so hinbekommen, hm? Gribo. Oh. Narfa? Ooh. Javoy. Pomeray. Ersten Kuss erleben, jawohl, das passt. Ishiroy. Wo ist Lena eigentlich? So. Ah ja, guck mal, die sind sich alle einig. Hervorragend, oder? Oder auch nicht? Komm. Oh, Torg. Lorey. Oh. Witoony. Irgendwie sind die alle sauer aufeinander. Kann das sein? So. Die können jetzt alle nur schlafen, okay. Warum können die alle kein Techtelmechtel mehr machen? Was ist da los? Aber liebe Leute, wir haben mächtig überzogen, dank des DPD-Mannes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir wundern uns immer noch, wann Aneta älter wird. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi.